Hi, heute zeige ich euch Carbo, ein einfaches, leicht zu verstehendes, schnelles Spiel für 2 bis 5 Spieler, was man meiner Meinung nach immer mit dabei haben sollte. Zur Vorbereitung des Spiels wird ein Nachziehstapel aufgelegt, die erste Karte wird aufgedeckt für den Ablagestapel und man breitet 4 Karten vor sich aus. Vorher darf man sich 2 von diesen Karten angucken und dann geht es darum zu versuchen, diese 4 Karten mit dem niedrigsten Punktewert wie möglich hinzukriegen. Wenn ich glaube, dass ich den niedrigsten Punktewert in meiner ganzen Runde habe, sage ich Carbo und beende das Spiel. Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Wenn ich dran bin, habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder die Karte aus der Ablage nehmen und durch eine meiner eigenen Karten austauschen, oder ich kann vom Nachziehstapel eine Karte ziehen, sie mir anschauen und dann entscheiden, ob ich dieselbe ablege oder durch eine meiner eigenen Karten austausche. Das ist im Endeffekt auch eigentlich schon der ganze Spielablauf. Besondere sind jetzt noch 3, 4 Regeln. Es gibt erstmal die Aktionskarten. Gibt es die Peak-Aktionskarte. Wenn ich die ziehe und direkt ausspiele, dann kann ich unter meine Karten gucken, also unter eine meiner Karten. Dann gibt es die Spy-Aktionskarte. Das ist das gleiche, nur dass ich unter eine Karte von meinem Gegner gucken darf. Und es gibt die Swap-Aktionskarte, mit der ich eine meiner Karten durch eine meines Gegners tauschen kann. Wenn ich jetzt schlauerweise dafür gesorgt habe, dass ich hier drunter mehrere Karten der gleichen Zahl habe, dann darf ich in der nächsten Runde die komplett austauschen. Das heißt, ich würde eine Karte ziehen und sagen, okay, ich habe hier drunter jetzt 3 Elfer und lege die alle weg. In dem Fall habe ich keine 3 Elfer, das heißt, ich würde die wieder zurücklegen und wieder von vorne anfangen. Das ist ein bisschen blöd gewesen, aber normalerweise würde man sich vorher überlegen, ob man das macht. Das ist im Endeffekt schon auch das ganze Regelwerk von Cabo. Und das war's.